Natürlich ein überraschender Untergang des Schiffs. Zum Glück haben es fast alle geschafft auf die Insel und jetzt arbeiten wir mit Hochdruck daran, hier wieder runterzukommen. Ich kann gut Schiff fahren, deswegen ich schließe jetzt einfach mal menschliches Versagen aus. Außer es war Nico. Ey, also, das ist halt so. Ja, jetzt hör mal auf hier. Das könnte natürlich sein, ja. In der Zeit, als ich nicht auf der Brücke war, als die Co-Piloten quasi das Schiff gesteuert haben. Wir sind da noch in investigativen Recherchen dazu. Also ich kann natürlich jetzt der Presse noch keine Auskunft geben, aber für uns ist eigentlich klar, es gibt einen engeren Kreis von Verdächtigen. Ja. Der Influencer ist ziemlich verdächtig. Der Co-Pilot. Und Survival-Experte, der kein Survival-Experte ist, halt auch gewonnen. Michi oder Nico, weil Michi könnte die Bombe gezündet. Also ja, was bringt's mir denn? Insta-Stories! Ich bin mit euch auf dieser scheiß Insel. Ich hab hier kein Internet, ich hab nicht mal mein Handy. Das bringt mir gar nichts. Ich finde, dass es der Michi war. Zwar aus entweder der Michi oder du. Und zwar aus dem Grund, dass der Michi einfach... Der ist ja der... Ja, der will ja immer Abenteuer machen. Der hat das Schiff untergehen lassen. Wollte er es ja nur machen, die Bombe legen, damit er nachher der richtige Kapitän ist.
Oh, interessantes Motiv. Das glaube ich jetzt fast. In der Karriere lief es auch nicht immer so ganz so rund hier bei dem. Der starke Tech kriegt ja trotzdem mehr Fame, weil die ja bestimmt auch sich jetzt so fragen, wo er ist und auf sein Profil gehen und es immer aktualisieren, ob es irgendwas Neues gibt und so. Deshalb kann schon gut sein, dass er das auch gefaked hat. Es kann ja nichts Neues kommen, weil ich kein Handy habe. Ja, du kannst normale Videos machen und die dann einfach nachmachen, wenn wir wieder mit deinem Handy. Soll ich auch mal? Ja, genau. Der filmt alles. Ja, genau. Ich glaube, die arbeitet beide. Der Einzige, der immer filmt, ist immer hier der René. Ja, weil es mein Job ist, ist mein Job. Ich habe eine Verpflichtung meinem Job gegenüber. Ich finde es alles nicht mehr witzig. Dass ihr mich hier beschuldigt und sagt, ich hätte kein Handy und kein Internet. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Jetzt gib mir mein Handy wieder. Nein, 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 nein. Du gehst mal. 4G, Leute, das Internet. Wusste ich nicht, dass da Internet und ich hab kein fertiges Handy. Das Handy rein, das gehört nicht mir. Lieben Follower, das Schiff ist geschunken. Ich hab's zum Sinken gebracht. Was? Und jetzt gucken wir mal, wie das Survival so funktioniert. Mir geht's gut. Ich tue jetzt so, als würde es mir nicht gut gehen. Da hinten habe ich schon den zweiten Kapitän gesehen. Dem geht's gerade nicht so gut. Aber ich mache jetzt mal einen riesen Auftritt und lauf so unsere Schutzhütte vor und tue so, als würde es mir schlecht gehen. Oh, der zweite Kapitän. Oh, da ist er. Oh, ich habe jemanden gefunden. So, ich denke, ich habe die jetzt ganz schön auf die falsche Fährte geführt. Mal schauen, wie das weitergeht. Die denken alle, das Schiff wäre einfach so gesunken. Aber ich habe es manipuliert. Wie fandet ihr meinen Auftritt? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und ich antworte jedem von euch. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, Tag 1 heute. Es gab schon die ersten Reibereien hier auf der verlassenen Insel. Wir haben eine Fahne gebaut, damit uns keiner findet, beziehungsweise damit die Hilfe holen können, wenn die wüssten, dass ich Internet habe. Wir machen jetzt ein Überfalltraining, weil die alle Angst haben, dass sie überfallen werden. Vielleicht habe ich die auch beauftragt, die Überfälle, damit ein bisschen Action reinkommt hier in meine Story. Schaut es euch an, da draußen hocken sie. Da sitzen die Ahnungslosen, wenn die wüssten, dass ich das Schiff zur Explosion gebracht habe, damit es untergeht. Wollt ihr beim Überfalltraining live dabei sein? Dann Daumen hoch in den Kommentaren. Ja, liebe Follower, wir haben den ersten Tag fast rumgebracht. Es gab Getränke, es gab Gutes zum Essen, beziehungsweise wir sind gerade beim Essen. Die ganzen Verschollenen, die ganzen Gestrandeten wissen gar nicht, dass ich hier wieder filme und eine kleine Story mache. Da sitzen die Ahnungslosen. Ja, liebe Follower, wie ihr gesehen habt beim Überfalltraining, schon die ersten Verletzungen. Hier geht's richtig zur Sache. Genau das, was ich euch versprochen habe. Action, Lifestyle und natürlich sehr viel spannende Abenteuer hier auf dieser verschollenen Insel. Hier sitzen die Ahnungslosen, die keine Ahnung haben, was geht. Abonniert meinen Kanal. Es wird weiter immer aktuelle Infos und neue Stories, neue Highlights für euch geben. Hallo liebe Follower, heute im Programm eine Fackelwanderung. Wir haben Fackeln gefunden, die wir angezündet haben und haben die Gegend erkundet. Ich weiß natürlich, wo wir sind. Ich habe das Schiff ja sinken lassen, kein Problem.
Wenn ihr auch so eine tolle Fackel wollt, fackelland24.de. Ich verlinke unten in den Kommentaren die Internetseite. Einfach mal reinschauen. Super Fackeln, lange haltbar, wirklich klasse. Ich gehe jetzt denen hinterher. Und dann schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Wie gesagt, bleibt einfach dabei auf meinem Kanal hier. Ciao, euer Influencer Michi. Ja, liebe Follower, nochmal ein kurzes Update hier von der verschollenen Insel. Die ersten Reibereien, die ersten Streitigkeiten sind am Start, extra für euch. Damit es hier etwas spannender wird und auch mal etwas Streit aufkommt, habe ich natürlich das eine oder andere schon inszeniert. Die Leute verdächtigen schon den zweiten Kapitän oder den Mann von der Presse. Ich lege richtige Bomben, damit falsche Pferde kommen, damit ich von mir ablenke. Schaut da hinten. Da sind die Ahnungslosen. Es gibt Streit um Werkzeug, Streit um Essen, Streit um alles eigentlich. Wir machen jetzt noch ein Überfalltraining, weil wir ja nicht wissen, was da draußen im Wald lungert. Vielleicht kommt noch heute Nacht die ein oder andere Überraschung. Also bleibt dran, folgt mir auf meinem Kanal und schreibt unten in die Kommentare, was ihr für Wünsche habt, was ihr euch noch gern noch wünscht, ob es noch mehr Stress geben soll, ob alles harmonisch bleiben soll. Schreibt einfach unten in die Kommentare und folgt meinem Kanal. So, meine lieben Follower, der Kapitän hat angeordnet, wir machen jetzt ein Nachtspiel. Wir gehen jetzt los, müssen verschiedene Bausubstanzen kaufen, damit wir hier unser Lager erweitern können. Wie ihr seht, der Alltag ist eingekehrt. Aber ja, mal schauen, was das Ganze wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Folgt mir wie immer auf meinem Kanal. Es gibt neue Videos. Vielleicht mache ich ein Live-Video. Wenn ich live gehe, seht ihr das oben. Viel Spaß. Ja, liebe Influencer, ich habe es geschafft. Ich lasse die anderen Passagiere für mich rennen bei so einem Spiel, wo wir Sachen bauen können. Ich habe hier mein Part im Wald, ganz entspannt, und lasse die Kinder hier, die gesunkenen Passagiere, für mich rennen. Schaut sie euch an. Kennt ihr den Moment, wenn ihr euch denkt, so eine Toilette wäre schon was Schönes und es auf der verlassenen Insel nur so Dixie-Klos gibt? I doubt it. Ja, liebe Follower, heute viel Action, viele Verletzungen. Es geht langsam an die Substanz. Manche wollen heim. Genau das, was ihr sehen wollt. Jetzt, weil es geregnet hat, mussten wir schon für die Moral etwas singen, damit die Stimmung besser wird. Aber ich denke, das hat gut funktioniert. Jetzt geht's weiter zum nächsten Programmpunkt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bleibt dabei. Ciao. Tag 5. Der Lagerkoller wird immer größer. Es wird langsam immer schwieriger. Es geht an die Substanz hier auf der Insel. Auch für mich, wie ihr seht. Wir sind einfach verschollen. Meine Haare mit Duschdas, Shampoo von Duschdas, gar kein Problem. Die Haare sehen aus fresh wie immer, auch auf der verschollenen Insel. Ja, liebe Follower, es haben sich hier jetzt schon Gruppen gebildet, die untereinander schon etwas sticheln. Genau das, was ihr sehen wollt, Action geladen. Es gibt Streitigkeiten ums Essen, beim Essen, um die Spiele, die ich extra hier vorbereitet habe. Eigentlich um alles gibt es gewissen Streit, so dass es euch nicht langweilig wird.
Ja, hallo liebe Follower, ich hatte gerade riesig Glück. Wir haben ja dieses Funkgerät gefunden und wir hatten Kontakt mit einem Rettungsteam. Und fast wäre ich aufgeflogen. Gott sei Dank ist die Verbindung abgebrochen, als die irgendwas zu mir sagen wollten. Gott sei Dank. Riesenglück, sonst wäre die Show schon vorbei. Hochgegangen ist. Freut uns, dass es Ihnen allen gut geht. Ich hoffe, Sie haben den Schuldigen ermittelt. Sie haben mir gerade die GPS-Daten geschickt, Herr Kapitän. Ich habe die GPS-Daten hier auf meinem Bildschirm. Ich habe Rettungsboote und Rettungsflugzeuge an Ihren Standort entsandt. Ihr Standort, den Sie mir geschickt haben, ist das Tiefenbachtal in der Nähe von Nürtingen. Dort in einem Wald, wo eine Hütte ist und verschiedene Zelte. Wie gesagt, Rettung ist auf dem Weg. Wir sind alle froh, dass es Ihnen gut geht und alle diese Zeit überlebt haben. Und Rettung kommt, wie gesagt, die Rettung braucht aber ungefähr noch bis morgen